Wir haben die Anfangsphase überwunden dieser Mission und stecken mittendrin und haben eine gewisse Pattsituation im Moment. Das haben sie nicht wieder repariert. Sehr schön. Können wir bald dann wieder angreifen. Wenn es genau denselben Schaden nochmal nimmt, dann wird es noch nicht kaputt gehen, leider. Aber spätestens dann beim dritten Angriff. Und wir haben jetzt erstmal herausgefunden, Erz ist erstmal genug da für eine Weile. Für beide Parteien. Ich habe drei Sammler, sollte auch vielleicht einen vierten noch. Dann habe ich aber Angst, dass das Erz zu schnell alle geht. Dann müsste ich hier nach oben und da ist der Feind da unterwegs. Aber wir haben gelernt, lieber erstmal eine gute Verteidigung aufbauen und eine einzelne Tesla-Spule ist schon sehr wirksam. Auch wenn ich meine erste verloren habe, haben sie noch mit Panzern angegriffen. Hier hatten sie einen schönen Attrappe-Vorposten mit Bauhof und Waffenfabrik und ein Kraftwerk, die gar nicht echt waren. Deswegen konnte ich es auch leider nicht einnehmen, beziehungsweise es hätte nichts gebracht. Dann stellen wir den mal dahin, den Tester. Und das sollte vielleicht erstmal reichen. Ja, sammeln einfach hier. Wie wär's? Wäre doch ganz cool. Es wächst nach, man sieht's. Leider wächst es hier in der Basis nicht nach. Kann man hier leider nicht unterscheiden, weil man hier irgendwie keine, was soll das denn? Keine Wachstumsbäume hingestellt hat. Das sieht jetzt nicht gut aus für ihn. Na? Na? Hui. Er hat's überlebt. Und er bleibt gleich schnell. Ich kann ihn leider nicht reparieren ohne Werkstatt. Ich will jetzt keine bauen extra. Aber das wäre vielleicht das einzige Gebäude gewesen, das ich noch hätte aufheben wollen. Mal sehen. Eine dritte Tesla-Spule wollte ich jetzt eigentlich auch nicht bauen. Ziel wählen. Verstärken, weil ich auch irgendwann U-Boote brauche. Und nebenbei auch noch Panzer. Einheit bereit. Wäre dann feindlicher Panzer gewesen, wären die jetzt vielleicht gar nicht erst auf dem Boden angekommen. Wird gebaut. Ja, Sir. In Ordnung. Jetzt greifen sie gerade nicht an. Vielleicht wollen sie ein gewisses Friedensangebot machen, weil ich hier schon ein bisschen draufgehauen habe. Das wird mich nicht davon abhalten, der Kaserne den Gnadenstoß zu erteilen. Einheit bereit. Wird gebaut. Sobald die Möglichkeit besteht. Jack-Angriffsjäger wäre rausgeschmissenes Geld in der Situation. Melde mich, wie solange man nicht Dutzende davon hat und einen ordentlichen Massenangriff bewerkstelligen kann. Einheit drei bereit. Großkraftwerke, ein normales. Hört sich viel an, aber zwei Tesla-Spulen nehmen da schon ordentlich Strom weg. Warum habe ich kein Geld? Ja, was? Ja, was? Der hat sich aber, ist glaube ich derselbe und der hat die gerade zurückgescheucht. Auch nicht so schlecht. Zumindest einen Moment. Die heilen sich halt selber bis zur Hälfte, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Genauso wie Mammutpanzer. Im ersten Teil zumindest, hier aber glaube ich auch. Und das ist schon, das ist ja erfreulich. Dann kann man eventuell auch auf eine Werkstatt verzichten, wenn so wichtige Fahrzeuge sich einfach mal selber heilen können. Gut, ich bin gespannt. Wir probieren es aus. Moment, da ist es. Nicht wieder repariert worden. Es muss jetzt einfach nur so weit kommen. Kommen so weit, kommen so weit. Kommen sie so weit. Ein paar Verteidigungsmöglichkeiten haben sie leider. Und das hier auch vor allem. Da schießen sie schon. Nein! Wieso? So früh von hier oben oder wo kam es her? Ich weiß nicht, warum das diesmal so schnell ging. Das war schon mal irgendwie so. Und das ist manchmal sehr merkwürdig. Nicht nachvollziehbar, weil halt die ganze Karte gar nicht aufgedeckt ist bisher. Apropos, dagegen kann man ja was machen. Ab und an. Auch wenn man keinen Radar mehr hat.
Bis hierhin kann ich zufrieden sein. Habe ich noch einen Flammenwerfer? Nicht in Sichtweite. Grenadiere dürften da auch nicht mehr dabei sein. Tragisch. Wird gebaut. Dann lasse ich den Typ da vielleicht einfach mal stehen, in der Hoffnung, dass er sich irgendwann grillen lässt. Der da. Der ist halt auch noch total geheilt. Immerhin, das sieht man ja. Auch wenn man die Namen der Einheiten nicht erkennt. Jetzt kommen sie aber doch mit einer ordentlichen Schlagkraft. Die stehen vielleicht mal ein bisschen entgegen. Ich glaube, die gehen hier wieder rechts rum, oder? Aber ich glaube, die Tesla-Sprudel schafft es schon alleine. Komm, lade ich wieder auf, schnell. Dreimal kann sie mal schießen. Naja. Haben wir einen Schuss hinnehmen müssen. Ja, geht doch. Nicht zu viel Angst haben. Keine Schwäche zeigen. Das nutzt der Feind sonst eiskalt aus. Und das ist immer kostenlos, diese Fallschirmjägerverstärkung, weil ich da schon an Geld einspare. Da braucht man gar keine Kaserne mehr, nur für Ingenieure. Aber die habe ich ja auch schon hier stehen. Wo schicken wir dich wieder hin? Einfach mal mitten, wenn es soweit kommt, aber es ist ja ziemlich schnell, also nehme ich schon an, dass es schafft diesmal. Leider kann es keine Bomben transportieren. Und es bleibt aufgedeckt, dankeschön. Bauf ist zu sehen. Leider kommen da echt keine Flugzeuge sonst hin mit Bomben. Und sie haben sogar zwei Kasernen. Deswegen reparieren die sie wahrscheinlich auch nicht. Wir haben ja einen Ersatz. Und immer doppelt bauen. Das ist natürlich ganz wichtig. Wird gebaut. Solange sie hier nicht meine Sammler wieder angreifen, ist alles in Ordnung. Aber ich muss dann gleich schon irgendwie mal losmachen. Also auf Angriff setzen. Ich weiß ja nicht, ob das schon reicht. Sieht so wenig aus. Weil Infanterie irgendwie die Sache schmälert. Ich brauche mehr Panzer. Es wird echt höchste Zeit, mal einen Mammutpanzer bauen zu können. Aber wahrscheinlich kriege ich erstmal irgendwie so einen Tarnpanzer, der sich unsichtbar machen kann. Dafür aber sonst sau schwach ist. Ich glaube, das waren die Eigenschaften eines Tarnpanzers bei Command & Conquer immer. Wobei ich bei Tiberium Wars gerade überlege, die konnten doch diese Massen an Raketen auch in die Luft schießen. Die Tarnpanzer dort. Das war schon ziemlich cool. Dafür konnten sie nicht so viel einstecken, aber das war ja dann... Es wäre sonst zu viel gewesen, sagen wir es so. Hier vielleicht mal aufdecken. Ich habe ihre Werft noch nicht gefunden, aber die wird wohl hier oben sein. Da warten wir schön mal ab. Nicht, dass die darauf spekulieren, dass ich ihren Bau angreife und in der Zwischenzeit nicht zu Wasser gewappnet bin. Und dann, wenn die Werft erstmal weg ist und ich keine mehr nachbauen kann, dann... haben wir diese befürchtete Pattsituation auch am Ende. Und dann kommt keiner mehr weiter. Aha, die wollen das Erz schon hier verteidigen. Wenn sie hier sowieso von meinen Tesla-Spulen immer abgefangen werden, solange sie halt immer nur mit Infanterie kommen, würde ich sagen, dass ich hier links rumgehe und dann mir da erstmal Freiheiten verschaffe. Da kann ich auch direkt in die Basis einmarschieren. Produktionsstätten weg, Bauhof weg und dann noch die Raffinerie langsam, dann sind sie eigentlich schon geschlagen. Sollte gar nicht so schwer sein. Es hört sich ziemlich einfach an. Und eigentlich will ich nur die Panzer mitnehmen, mehr brauche ich nicht. Bestätige Ihre Befehle. In Ordnung. Die würde ich einfach mal zurückschicken. Jawohl. Als sofort. Eiserne Reserve. Ziel wählen. Verstärkungen sind eingetroffen. Und links sollte jetzt nichts kommen, wenn ich da sowieso hinfahre. Wird gebaut. Deswegen müssen die da eher nach oben oder links gucken. Vielleicht kann ich dann auch ein bisschen aufklären, damit ich weiß, was mich erwartet. Hier noch. Die Bomben scheinen mir jetzt nicht mehr so viel weiterzuhelfen.
Ja. Aha. Na, sieht nicht so schön aus. Werden wir aber schon überstehen. Da bin ich ganz zuversichtlich. Jetzt gehen sie auf die Tesla-Spule höchst selbst. Das ist nicht schön. Ich habe auch nie irgendwie Geld über, leider. Für noch eine Tesla-Spule oder U-Boote. Das regt mich ein bisschen auf. Dabei habe ich 3 Sammler. Die müssen halt so weit fahren, das ist das Problem. Naja. Sollte doch erstmal was anrichten können und ausrichten. So, ihr da nämlich. Einsatz gespeichert. In Ordnung. Jetzt bitte alle hier rüber und nicht die letzten wieder versuchen, alternative Routen zu finden. In Ordnung. Sowas kann ich nämlich nicht leiden. Und die Bomben, wenn ich sie schon habe, schicke ich die doch irgendwo drauf. Wo sie was nützen. Je nachdem, woher das Flugzeug kommt, kommt es auch bis zum Ziel. Wird gebaut. Ziel wählen. Einheit verloren. Ich hab's gewusst. Melde mich wie bestätigt. Mach doch keinen Mist. Ei, das nervt, das Flugzeug. Das lassen wir jetzt einfach mal in Ruhe. Ja, behindert euch selbst. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Es kam anscheinend nicht durch. Das ist dann immer ein bisschen schade. Dann negiert sich wieder dieser Vorteil, den man gedacht hatte zu haben. Ja, und ihr fahrt dann wieder so rum, ja. Dumme, dumme Einheiten. Vor allem bei so engen Wegen ist das gar nicht mal angenehm. So wichtig, Tesla-Spulen. Stellt euch mal vor, ich hätte hier Feuertürme. Die kämen gar nicht so weit. Die müssten warten, bis sie ganz nah sind und bis dahin haben sie schon 3-4 Treffer abbekommen. Grauenhaft wäre das. So. Weiter im Text. Aber nie speichern vergessen. Einmal ist das Spiel heute schon abgestürzt. Das ist aber vergleichsweise wenig. Am Anfang dieser Mission war das, glaube ich. Hier lang, nicht außenrum. Ich habe genau hier gesagt. Schön überfahren. Und das ist Blut. So sieht Blut aus. Wenn ein Mensch zermanscht wird, dann sieht das genau so aus. Das sind keine Grafikfehler. Jetzt wird es natürlich ein Massaker, wenn ich hier nicht abschlachten lassen muss, weil ich hier nur einzeln rüberkomme. Ja, oder ich gehe erstmal hier hin. Vielleicht sollte ich mich aufteilen. Eventuell. Ha, klappt doch. Auch alleine. Kommen die hier drauf? Hoffentlich landen sie nicht im Wasser. Ich glaube, meine Einheiten sind nicht wasserscheu. 3 sind immerhin draufgekommen. Ist doch schön, wenn man mit Infanterie schon mal ein bisschen Kugelfutter vorne hat. Und was abfangen kann, aber nicht so viele. Denn das sind hier Veteranen, die gegen mich kämpfen, offensichtlich. Ja, ich weiß nicht, was die vorhaben. Die wollen einfach hier weiterfahren. Eins nach dem anderen, bitte. Kannst du nicht hier irgendwo anders sammeln? Anscheinend nicht. Eieiei. Wie sieht's zu Hause aus? Noch ganz in Ordnung. Kommt nur kein neuer Sammler, Panzer nach. Jei. Lass doch die Tesla-Spule arbeiten. Die kann das auch. Fahrt doch einfach mal durch. Ihr seid doch Panzer. Zeigt mal, wie schwer ihr seid. Zeigt eure Ketten. Dumme Idee, so dünne Wege zu machen. Ganz ehrlich. Gefällt mir gar nicht. Warum jetzt? Warum? Oh, zum Glück habe ich dir Verteidigung gelassen. Ich hab's doch geahnt. Aber das lief gut. Was hast du vor? Willst du wieder einen Extrawurst haben? So sieht das also mit dir aus.
Stück für Stück gehen wir voran. In Ordnung. Bestätigt. Ihr fahrt's einfach drüber. In Ordnung. Menschenskines. Wo habt ihr denn euren Job gelernt? Ja, Stück für Stück muss man sie befehligen, weil sie zu dumm sind, selbst zu denken. Nein, jetzt greifen die... Alter, kann ich die nicht auch angreifen von hier aus? Ja, geht doch, wenn sie so nah am Dings sind. An der Sandbank. Kann ich sie auch angreifen. Dann haben meine U-Boote weniger Arbeit, umso besser. Selber schuld, ihr Deppen. Jetzt habe ich aber hier ganz schön Einbußen gehabt. Da will ich mich jetzt eigentlich noch nicht in den feindlichen Stützpunkt wagen. Jetzt noch nicht. Aber ich muss die nach oben ziehen. Ich bin hier ganz schlecht positioniert. Wie auf dem Silbertablett werden dann alle nacheinander abgeschlachtet, wenn ich hier bleibe. Ihr bleibt gefälligst da. Ja, Sir. Bestätigt. 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 Er schießt ihn einfach mal an. Vielleicht kommt er wieder. Sonst Pech gehabt. Aha, jetzt. Bestätigt. Ja, hab ja noch ein paar, aber die sind dort doch ein bisschen beschädigt. Die haben sich gerade gut bewegt und das Feuer unter sich aufgeteilt. Selten mal so eine Mission in diesem späten Kampagnenverlauf, wo ich so viel mit Infanterie auch noch arbeite, wo ich doch eigentlich schon Panzer zur Verfügung habe. So, die nehmen wir doch mal mit hoch. Die brauche ich da noch. Die können jetzt auch direkt fahren und laufen, würde ich mal behaupten. Ihr sollt alle mitkommen. Die wollen wieder nicht. Erwarte Ihre Befehle. Ja, Sir. Alle mitkommen. Sehr gerne. Außer ein paar Resteinheiten. Und dann lief das bis hierhin doch gar nicht mal so unerfolgreich. 17,5 Minuten hat es jetzt gedauert. Ich bin überrascht. Es kam mir vor wie 5 Minuten gerade. Der kleine Angriff. Und noch bin ich nicht durch. Noch bauen sie hier immer wieder nach. Aber kaum Panzer oder gar nicht. Wahrscheinlich reicht das Geld nicht. Ach, jetzt sammeln die schon da, aber sie werden zum Glück nicht belästigt. Dann ist ja alles in Ordnung. Da sind sie ja ganz selbstständig. Könnte man jetzt gut oder auch schlecht finden. Du kannst auch mithelfen, wenn du so weit kommst. Gerne doch. Hat das nur Geld abgezogen, die Reparatur, aber irgendwie nichts repariert. Nicht gut. Man sieht's kaum. Man sieht nur, wie sie gegrillt werden, aber nicht, wie das passiert. Ich probiere es weiter. Eine andere Wahl habe ich eh nicht. Hier oben am besten, weil es sowieso von oben kommt. Naja, probieren wir es halt wieder hier. Manchmal kommen sie durch. Vielleicht sind da jetzt keine Boote mehr, die es abschießen. Falls sie das waren beim letzten Mal. Oder heißt es gleich wieder Einheit verloren? Oh. Aha. Immerhin, man hat es mal gesehen. Das ist doch schon mal was. Ein Fortschritt. Die laufen einfach an meinen Einheiten vorbei und lassen mich hier gewähren. Dann probieren wir es doch mal. Ich würde fast sagen im nächsten Video, aber ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch dauert. Ja doch, machen wir im nächsten Video, dann riskieren wir es, dass es beim nächsten Mal recht schnell geht. Bis dahin, tschüss.